abwarten wollen, wenn es jetzt nicht den ganz großen Druck gibt, zum Beispiel Nahe Osten. Da haben wir ja gerade wirklich ja, Tendenzen, die nicht schön sind, dass sich das immer weiter hochschaukelt. Ja, man kann spekulieren. Also wenn Israel oder die USA oder Großbritannien oder wer auch immer jetzt den Iran angreifen, also natürlich explodiert dann der Ölpreis. Steht dann ganz Region in Flammen. Dann haben wir auch eine starke Erhöhung der Inflation, aber das ist spekulativ und eigentlich kann keiner ein Interesse an so einer Eskalation haben. Übrigens Michael Lüders in seinem neuen Video wirklich gut erklärt. Er schien da sehr besorgt über so eine Eskalation. Aber sowas kannst du nicht kalkulieren. Also das ist hochspekulativ. Ölpreis könnte da ja massiv steigen, muss natürlich nicht, könnte. Dann sehen wir jetzt ja die Schiffsrouten, da auch die Importe Agrarlebensmittel aus der EU raus in die EU rein könnte betroffen sein. Also da könnte doch jetzt wieder, wollen wir es nicht herbeireden, aber es könnte da ja wieder einen Schock oder zumindest ja, sehr unangenehme Tendenzen geben, die dann wieder für Inflationsdruck sorgen, oder? Ist das nicht logisch, Aber dass die das ist doch EZB sich wieder, sagt, wir gehen runter, dann gehen wir wieder hoch, dann gehen wir wieder ja, aber runter, das dann ist gehen doch wir wieder wieder, hoch? aber auf solche Schock kann man doch nicht warten. Dann kannst du die, muss die Zinsen für 100 Jahre hochlassen. Wir haben dauernd solche Das Schocks. stimmt. Und solche Schocks sind ja auch nichts, was die Geldpolitik bekämpfen könnte. Sie kann diese Schocks noch schlimmer machen. Aber sie kann sie ja nicht bekämpfen. Sie kann sie auch nicht beseitigen. Das haben wir jetzt gesehen. Sie konnte ja diesen Schock nicht beseitigen. Übrigens, schön ist an dem Beispiel USA, das muss ich gerade noch einwerfen, weil das wirklich die meisten Leute nicht drüber nachdenken. Die USA haben diesen Rückgang der Inflationsrate, genau wie Europa oder noch schöner als in Europa, gehabt, ohne dass es eine Rezession gegeben hat, ne? Aber die EZB behauptet bei uns, wir brauchten die Rezession, um die Preise runterzubringen. Das ist absolut lächerlich. Es ist dummes Zeug, ne? Wir brauchten. Ja, in Japan hat sich die Wirtschaft auch verhältnismäßig stark entwickelt. Also erst recht dafür, dass Japan die letzten 3 Jahrzehnte so ein schwaches Wachstum hatte. Und dort ist die Inflation viel, viel niedriger geblieben als in den und als in der Eurozone. Und da wurden die Zinsen überhaupt nicht erhöht. Also in Japan kein so starker Wirtschaftseinbruch, keine Zinserhöhung. In China genau das Gleiche. Also in China ist die Inflationsrate noch niedriger als in Japan, noch niedriger als in der Eurozone, den USA sowieso. Und dort hat die Zentralbank die Zinsen auch auf einem Niveau gelassen. Auch da wurden die Zinsen nicht erhöht. Diese EZB-Politik überhaupt nicht in die Preise runterzubringen. Und so ist es mit jedem neuen Schock. Wenn irgendein Schock kommt, das sind immer Einmalereignisse. Das sind alles keine Inflationen. Und das müssen wir endlich lernen, was Inflation ist. Inflation ist ein bei uns laufender innerer Lohn, Preis, Lohn getriebener Prozess, wo das immer weiter hochgeht, wie in Argentinien oder in Türkei. Das haben wir nichts mit zu tun. Nichts, absolut nichts. Und das hat man jetzt wunderschön gesehen durch diese sehr schöne, wie genau von mir vorhergesagter Rückgang der Inflationsraten auf allen Ebenen, hat man das gesehen. Es war ein einmaliger Schock und es war nichts Dauerhaftes. Und alle, die davon geredet haben, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, der Herr Sinn und so, das war alles Käse. Hat alles überhaupt nicht gestimmt. Das hat in keiner Weise gestimmt, ne? Und das muss die EZB jetzt zur Kenntnis nehmen. Und ich finde es wirklich, wirklich ein Skandal ohnegleichen, dass es jetzt in der EZB immer noch Stimmen gibt, der deutsche Bundesbankpräsident vorneweg, die davor warnen, die Zinsen zu senken. Die richten noch größeren Schaden an. Sie haben jetzt schon großen Schaden angerichtet, weil wir schon eine Rezession haben, die wir gar nicht gebraucht haben. Wie gesagt, auch ohne Rezession in den USA sind die Preise zurückgegangen. Die haben wir nicht gebraucht und sie können sie jetzt noch mal schärfer machen. Und wieder gibt es kein Mittel dagegen. Wir werden darunter leiden. Die Arbeitslosigkeit wird massiv in Europa steigen. Und was das Schlimmste ist, Europa wird langsam daran zugrunde gehen. Wir sehen ja schon überall die Bewegung, die antieuropäischen Bewegungen. Wenn wir nicht auf europäischer Ebene es hinkriegen, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen, dann geht Europa kaputt. Also würden Sie sagen, können wir zusammenfassen, die EZB macht sich gerade lächerlich und richtet Europa dabei noch zugrunde. Genau, ja, Wenn wir es das ist mal tatsächlich, so, es ist so ist schlimm, das. ja, man muss es so sagen. Frau Lagarde ist offensichtlich vollkommen unfähig, diese Zusammenhänge zu begreifen. Sie kann es ja auch nicht erklären. Sie redet immer von datenbasierten Ansätzen und so einem Blödsinn. Frau hat wirklich gar keine Ahnung. Also die hat 2022, nachdem die EU da einen Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen hatte, davon geschwafelt, dass die Inflation auf Jahre hoch und so weiter und so fort. Deglobalisierung, es gebe neue Trends. Riesiger Unsinn. Also die Inflation, die bestimmt sich durch die Produktivitäts- und die Lohnentwicklung. Und wenn die Löhne nicht steigen, dann gibt es keine dauerhafte Inflation. Also davon zu quatschen, dass man die Zinsen erhöhen müsste wegen irgendwelcher komischen globalen Trends, ist kompletter Unsinn. Es geht übrigens auch anders. In anderen westlichen Industrieländern, da hat man diesen Preisschock analysiert und man hat gesehen, dass das eben keine dauerhaften Faktoren sind, die die Preise getrieben haben, sondern einmaliger Preisschock bei den Rohstoffen, beispielsweise in Japan.
Dort argumentiert die Zentralbank eben damit, dass es auf der Erzeugerpreisstufe keinen zusätzlichen Preisdruck gibt. Also, dass man gesehen hat, dass es ein einmaliger Preisschock war und keine dauerhafte Inflation. Und dass sie auch deswegen die Zinsen nicht erhöht. Also, es geht auch in einem anderen westlichen Land, einem Land, das institutionell fast genauso gestaltet ist wie alle anderen westlichen Länder. Und wieso sollte so etwas in Japan gehen, eine vernünftige, rationale Geldpolitik zu machen, aber nicht bei uns in der Eurozone? Ja, man muss die Daten dann wenigstens richtig interpretieren. Dass die EZB im Ernst nicht die Erzeugerpreise erwähnt, die Weil gerade einer im Chat fragt, welche Interessen es geben könnte. Nun ja, die Banken machen gerade Übergewinne durch die gestiegenen Zinsen. Superreiche können ihr Geld leichter in Staatsanleihen in Sicherheit. Also, ich würde jetzt in langlaufende Staatsanleihen investieren, ganz einfach, weil die EZB die Zinsen wird wieder senken müssen und dann hat man einen ordentlichen Gewinn gemacht. Aber diese Partikularinteressen, die können doch nicht dazu führen, dass hier unsere gesamte Wirtschaft in den Abgrund gefahren wird. Andere westliche Länder wie Japan zeigen ja, dass es auch anders gehen muss. Und auch Japan hat jetzt schon Politik für die Superreichen gemacht in den letzten 20 Jahren. Aber trotzdem schafft man es dort, eine vernünftigere Geldpolitik auf die Reihe zu stellen. Dynamik der Erzeugerpreise, ne? Vor 2 Jahren wusste sie das noch, heute darf man das offensichtlich in der EZB nicht mehr sagen. Und nicht die Dynamik dieser Verlaufsraten, die ich vorhin erklärt habe, erwähnt, ist ein Witz, ne? Das zeigt, dass sie wirklich ein schlechtes Gewissen haben und wissen, dass sie etwas falsch gemacht haben, aber weil sie es falsch gemacht haben, müssen sie jetzt immer weiter noch mehr falsch machen. Das ist ein sehr menschliches Verhalten, aber an der Spitze einer großen Notenbank vollkommen unangemessen. Also sind das eher Spielchen, die da gespielt werden, beziehungsweise es klingt ja fast schon nach Vertuschung. So, wir haben was falsch gemacht, jetzt müssen wir es noch weiter falsch machen, damit es nicht auffällt. Aber Ja. das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Also ich meine es nicht von Ihnen, Doch, aber das das kann ist doch ernst nicht. gemeint. Das ist ernst gemeint. Ich sage das Beispiel nochmal. Im März 22 hat die EZB in einem Bericht geschrieben, ich habe das hier vielfach zitiert, der Erzeugerpreise sind ein wichtiger vorlaufender Indikator für die Inflationsentwicklung. Seit der Zeit nichts mehr davon. Ne? Seit die Erzeugerpreise runtergehen, hört man davon nichts mehr. Eine normale EZB, die sich nicht krampfhaft verteidigen muss, würde jeden Tag sagen, guck mal auf die Erzeugerstufe, da haben wir eine deflationäre Entwicklung. Das schlägt auch später und früher oder später durch. Das betrifft ja auch unsere Unternehmen. Das macht ja den Unternehmen erheblich zu schaffen. Den wichtigen Unternehmen, den produktiven Unternehmen, den Industrieunternehmen macht das ungeheuer zu schaffen, dass da die Preise sinken. Da würde man darauf hinweisen und würde sagen, also Leute, da ist nichts von Inflation zu sehen. Oder man würde sehen, auch mal reden über die laufenden Raten. Wie gesagt, das ist das Selbstverständlichste der Welt. In den USA redet man fast nur über laufende Raten. Ne? Und diese laufenden Raten liegen alle in der Größenordnung von 2 oder Ja, und in den USA, da hat man die Zinsen auch zu stark erhöht, aber interessant, wie man in anderen westlichen Ländern eine, ich kann es nicht häufig genug sagen, eine rationalere Debatte kann als bei uns in Europa. darunter. Also, dass man das nicht tut, zeigt einfach, dass sie sich wirklich in ja nahezu kindischer Weise da selbst verteidigen wollen. Wobei, Frau Lagarde, das war ja auch schon ein gewisser Tonwechsel. Sie hat ja gesagt, im Sommer könnte es durchaus soweit sein, dass die Zinsen sinken. Was glauben Sie denn jetzt? Nicht, was Sie machen würden, sondern was glauben Ja. Sie, was die Notenbanken in diesem Jahr machen werden? Also wie tief und werden die Zinsen überhaupt fallen? Kann es auch sein, dass sie gar Ja, nicht doch. fallen? Doch, die werden auf jeden Fall fallen. Also wenn nicht nochmal ein Schock passiert, das weiß ja niemand, aber kann natürlich immer ein Schock passieren und sie reagieren wieder falsch. Das ist halt, kann ich nicht ausschließen. Das kann passieren. Aber wenn unter normalen Umständen muss die Notenbank und sie wird ungeheuer unter Druck kommen. Ich meine, sie wird ungeheuer unter Druck kommen. Viel, viel stärker, als sie das jetzt noch sich vorstellen können. Die Raten werden jetzt weiter runtergehen im Januar, Februar. Und dann werden wir sehen, in ganz Europa wird der Druck ungeheuer groß, dass sie die Zinsen senken. Also ich sage mal vorher, was ich. Naja, die Deutschen, die Österreicher, die Niederländer, die waren ja extrem stur, was diese Zinserhöhung anging. Und die Südeuropäer, die haben überhaupt nicht ihre eigenen nationalen Interessen vertreten. Dass man in der EZ, also es wird ja immer gesagt, ja, die Länder, die sind total egoistisch in Europa, die vertreten alle ihre eigenen Interessen. So kann Zusammenarbeit überhaupt nicht funktionieren. Das Gegenteil war der Fall. Gerade die Notenbankchefs von hochverschuldeten Staaten wie Griechenland, Italien, Spanien, die haben diesen Zinserhöhungen auch lange Zeit zugestimmt. Die waren bei dem ganzen Unsinn dabei. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendeine Verantwortung in der italienischen Regierung hätte, was ich als erstes machen würde, wäre alles dafür zu tun, dass meine Notenbank gegen jede Zinserhöhung und für jedes Anleihekaufprogramm stimmt. Also ich würde da wirklich ganz eiskalt versuchen, meine nationalen Interessen durchzusetzen.
Aber dass die Südeuropäer das nicht schaffen, also das ist schon problematisch. Also muss man wirklich so sagen, weil die Länder, die höchste Verschuldung haben, die Länder, die sowieso schon die höheren Zinsen zahlen, die sowieso schon die höchsten Zinsen zahlen mussten, die müssen jetzt nochmal überproportional höhere Zinsen zahlen. Also es sind ja nicht nur die Zinsen auf italienische Anleihen so stark gestiegen, wie die Zinsen erhöht wurden, sondern sie sind überproportional stark gestiegen. Der Zinsspread zwischen italienischen und deutschen Anleihen, der ist ja deutlich auseinandergegangen durch die Zinserhöhung. Also, ja, wir sehen, dass die Südeuropäer überhaupt nicht das tun, was im Interesse ihrer nationalen Volkswirtschaft wäre. Jetzt nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich erwarte, ist, dass sie früher anfangen, im April, Mai den ersten Zinssenkungsschritt machen und dann fortlaufend senken bis zum Herbst, bis irgendwann die Konjunktur sich vielleicht wendet. Wenn es angeblich doch schon so schlimm sein soll, Sie waren ja jetzt schon länger vor Rezession, dass wir drin seien, dass es richtig schlimm werden könnte. Warum spüren wir es noch nicht so richtig? Die Stimmung ist gerade in Deutschland natürlich nicht gerade gut, das ist klar, aber trotzdem, Arbeitslosigkeit ist weiterhin ja, sehr gemäßigt. Warum passiert da nicht wirklich was? Naja, passieren tut schon einiges. Also die Arbeitslosigkeit ist schon deutlich. Wir haben bei den Insolvenzen deutliche Probleme. Man muss ja nur auf den Bau gucken. Im Bau ist es wirklich, da brennt es wirklich. Im Wohnungsbau ist Katastrophe angesagt. Also so von außen geguckt sieht man das vielleicht nicht so ganz deutlich, aber wenn man sich die Zahlen gründlich anschaut, sieht man, dass wirklich viel passiert. Und das ist ja erst der Beginn. Es kann ja niemand ausschließen, dass es jetzt dieses Jahr sich kumulativ nach unten geht. Wir haben im letzten Jahr jetzt einen minus 0,3 gehabt fürs ganze Jahr. Na gut, da kann man sagen, das ist noch keine Katastrophe, ist es auch nicht. Aber es ist in der ganzen Entwicklung eine Katastrophe. Nach Corona sind wir nicht mehr auf die Füße gekommen. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Wir reden vom Anfang 2020, ne? Anfang 2020 war Corona. Dann haben wir diesen Vier tiefen Jahre Einbruch. fast, ja. Ja, und danach sind wir nicht mehr richtig auf die Füße gekommen. Einmal hoch und dann jetzt schon wieder runter. Also 4 Jahre verloren sozusagen. Das ist doch irre. Und wenn man das vor allem mit den USA vergleicht, vergleichen Sie das mal mit den USA. Wir hinken da hinterher. Das ist ungeheuerlich. Die USA ziehen einfach davon, ohne Rücksicht auf Verluste. Bitte Chat, das Interview hier ist sehr interessant. Hört auf, über Migration zu diskutieren und seid freundlich zueinander. Und wir streiten uns hier über ein bisschen Haushaltsdefizite. Und machen eine fatal falsche Zinspolitik. Also es ist absolut irre. In den USA sind die Zinsen ja auch erhöht worden, aber doch mitten in einem Boom, ne? In einem Boom. Wir hatten Ja, das stimmt. Also in den USA, da haben die Zinserhöhungen eben weniger Schaden angerichtet, weil die Wirtschaft dort stark gewachsen ist und weil die Fiskalpolitik aufs Gaspedal getreten hat. Und wenn die Fiskalpolitik jetzt auch nachlässt, also wenn die US-Regierung ihre Ausgaben zurückfährt, dann könnte es in den USA tatsächlich zu wirtschaftlichen Problemen kommen. Sie sehen ja schon, wie sie ihre Ausgaben etwas reduziert hat. Also das Defizit war ja während Corona extrem hoch, wurde seitdem sukzessive reduziert. Und ja, irgendwann könnte dann der Punkt erreicht sein, wo das tatsächlich das Wachstum auch in den USA abwirkt. Aber in Europa, hier haben wir eine schlecht laufende Wirtschaft, wir haben sparende Regierungen, wir haben extrem viel stärker steigende Energiepreise als in den USA und wir haben eine EZB, die die Zinsen erhöht. Also in den USA, da hast du manche Faktoren, die bremsen, beispielsweise die starken Zinserhöhung der Fed. Andere Faktoren, wie das stärkere Lohnwachstum oder die hohen Ausgaben der US-Bundesregierung, die gleichen das wieder aus. Aber wir haben hier in Europa ja wirklich nur bremsende Faktoren. Also bei uns zeigt ja wirklich alles nach unten, was wir aktuell sehen. Und je länger die Politik braucht, dass sie umsteuert, desto schlimmer wird das Ganze. da immer wieder drüber gesprochen. In den USA es war eine andere Situation. In einem Boom, wo die wirklich Vollbeschäftigung erreicht ist, kann ich davon reden, dass ich die Zinsen erhöhen muss. Aber wir haben das auch sehr vorsichtig getan und der Boom ist nicht zu Ende. Wir haben keine Rezession gekriegt, ne? Es hat sich abgeschwächt, aber es ist keine Jo. Rezession. US-Wirtschaft ist sehr stabil. Herr Flassbeck, ganz kurze Frage mal zur Weltwirtschaft. Also wir haben ja ein großes Problem, was viele vielleicht unterschätzen, dass China einfach gerade auch Riesenprobleme hat, die uns ja auch früher rausgeholfen haben. Also die USA nach wie vor stark. Europa, ja, schwächelt. China schwächelt. Die Weltbank hat vor kurzem gewarnt, ja, vor einem verlorenen Jahrzehnt. Was läuft denn da gerade alles schief, beziehungsweise was müsste passieren, dass vielleicht mehr Länder, ja, so performen wie die USA? Naja, die USA haben natürlich einen sehr egoistischen Ansatz gehabt. Sie haben erst mal gesagt, wir machen jetzt mal Protektionismus in vielen Bereichen, ne? Was ja auch neu ist in dieser offenen Form, diesen
offene Aggression gegenüber anderen Märkten. Das ist das eine, was neu ist. Und das hat China natürlich geschadet, das ist gar keine Frage. Aber das andere ist, dass wir diesen Corona-Schock einfach außer den USA nicht wirklich verdaut haben. Die ganze Welt hat ihn nicht verdaut, auch China hat ihn nicht verdaut. Und warum haben die USA, sind die USA quasi die einzige Ausnahme nun? Weil sie unheimlich expansive, massiv expansive Finanzpolitik betrieben haben. Das amerikanische Haushaltsdefizit derzeit liegt bei 7, 8%. Das muss man sich mal vorstellen. Da würde in Europa, würden sie alle sagen, die Welt. Ihr merkt, ich hatte mir das Video vorher nicht angesehen. Das ist ja auch gerade erst rausgekommen. Ich dachte, ich schaue das mit euch zusammen. Anna Flassbeck erklärt gerade genau das, was ich eben auch gesagt hatte. Geht unter. Wir sind verloren. Und die Verschuldung liegt bei über 100%. Also die Verschuldung hat ja einen unheimlichen Schub getan. Die haben gegen Corona sind sie extrem aggressiv vorgegangen, viel aggressiver als wir. Das amerikanische Haushaltsdefizit war in der Spitze minus 15, 15% Defizit. Ne, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Da wären bei uns alle Schuldenphobiker werden völlig verrückt, wenn sie nur an die Zahl denken. Ja, und das unterscheidet die USA. Das unterscheidet die USA vollkommen von allen anderen, auch von den ganzen kleinen Ländern. Alle haben sich nicht getraut, in diesem Maße Fiskalpolitik einzusetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Die Schuldenbremse kann man ja eigentlich gerade sagen, ist ein ja, Problem, das die anderen Probleme beschleunigt, oder? Wir haben es jetzt gesehen, Bauernproteste, das Haushaltskasperletheater. Also ist das eigentlich das, woran alles hängt und warum die USA uns auch davon galoppieren, weil sie einfach Schulden machen? Ja, natürlich. Genauso ist es. Es ist furchtbar einfach. Es ist genauso einfach. Die USA machen auf Teufel komm raus Schulden, was vollkommen gerechtfertigt ist, weil wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil man die Unternehmen nicht dazu kriegt, selbst mit niedrigen Zinsen, sich massiv zu verschulden, muss es einer tun. Dann kann es nur der Staat tun. In einem großen Land wie die USA oder wie in Europa kann es nur der Staat sein. So, und die USA machen das und Europa, wir streiten uns über Kinkerlitzchen, ne? Wir streiten uns über Kinkerlitzchen, darüber, ob wir jetzt in diese Rezession hineinsparen oder nicht, ob die Franzosen 3,0 einhalten müssen dieses Jahr oder nicht und die Italiener und sowas. Das ist alles verrückt. Das ist alles völlig verrückt. Das ist alles ohne jeden Sachverstand, ohne jede Ahnung von den wirklichen Zusammenhängen, auch von den globalen Zusammenhängen. Und ich kann nur sagen, diese Regierung zeichnet sich aus durch eine wirkliche Inkompetenz in wirtschaftspolitischen Fragen, in makroökonomischen Fragen. Die ist wirklich sagenhaft. Die war schon immer groß, aber die ist jetzt noch viel größer geworden. Wie kann ich mitten in einer Rezession, wir haben ja offensichtlich eine Rezession, jeder weiß es ja jetzt, in diese Rezession hinein? Dazu auch noch mal kurz die Zahlen. Sparen und. Die sehen nämlich tatsächlich nicht gut aus. Hier, Bruttoinlandsprodukt 2023, 0,3% geschrumpft über ein ganzes Jahr hinweg. Das ist eine Leistung. Und das hat natürlich mit Lindners Sparpolitik zu tun, die sich 2024 sogar noch weiter verschärfen wird.